Auf meinen Reisen lerne ich immer sehr viel über mich, über das Gegenüber, über deren ihre Kultur und über meine Kultur. Und am meisten habe ich bisher im Iran und in Saudi-Arabien gelernt. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Vermissen sprechen. Weil hier in unserem Kulturkreis kenne ich Vermissen immer aus dem Schmerz raus. Also man vermisst etwas, man ist traurig, man fühlt diesen Schmerz, man vermisst einen Mann, einen Partner, die Liebe, whatever. Und in Saudi-Arabien und im Iran habe ich das ganz anders wahrgenommen. Die Menschen sind immer miteinander und sie vermissen jemanden, aber aus dem Herzen, aus der Liebe raus. Da ist kein Schmerz, da ist kein Leid, da ist nichts. Und ich führe das darauf zurück, dass die Menschen tief innen wissen, dass immer ein familiäres oder soziales Netz an Menschen für sie da ist. Es gibt immer Liebe, es gibt immer Sicherheit. Sie sind nie allein. Und das ist bei uns anders. Hier vermisst man sehr oft oder man verwechselt etwas, womit man es vermisst. Und dann vermisst man einen Menschen und das schmerzt im Herzen. Man hat ein gebrochenes Herz, man fühlt sich traurig. Und wenn du das auch noch kennst, das ist nicht, wie es sein sollte. Wenn du noch leidest, wenn du noch gebrochene Herzen hast, wenn du noch Menschen vermisst und es dir einfach nicht so gut geht, dann schreib mir in die Kommentare oder eine DM, weil das können wir ändern.